Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus. Heute zum ersten Mal in Diamant 4. Ja, ich habe es geschafft, letzte Runde. Und wir machen es uns ganz einfach. Ich spiele einfach mal wieder Fiesta. Ist schon eine Weile her. Welcome to Nova. Jetzt können wir aber mal so richtig Cash reinholen. So. Mal gucken. Blume ist dabei. Stichschaden haben wir auf jeden Fall genug. Ich tausche das mal aus. Und sonst bin ich eigentlich erstmal zufrieden soweit. Wir könnten einmal hinbauen. Und fertig. Ich will es nicht splitten, weil ich die Blume dann baue. So wie er hier. Aber ich fange mal mit ihm an. Auch ein interessanter Start, noch nie gemacht. Aber wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, ich müsste mich nur daran erinnern, wie es jetzt am besten war mit den Fiesta-Starts. Ich glaube, zwei kleine reichen aus, irgendwie. Oder ein großer und ein kleiner. Irgendwie sowas. Ich glaube, es war ein großer und ein kleiner, wie man sieht. Ja, ein bisschen was durchgelassen, nicht so schlimm. Er hat sogar noch einen Piraten dazu gebaut. Alles entspannt. Okay, drüben ist einiges los. Geweihtes Ross und Wüstenpilger ist schon da. Wir können auf jeden Fall hier mal einen Archer hinsetzen. Ich werde mal eine Schnecke reinschicken, gucken wir mal, was passiert. Oh, da wird ganz schön viel gebaut. Da drüben ist auch ein kleiner Pirat. Oh, das war schnell down, das ist sehr gut. Da kommen wir gut durch. Das haben wir geblockt. Sehr schön. Ich mache mal ein bisschen Autosend an, damit ich ein paar Vorteile genießen kann. Und zwar mehr Geld, was immer wichtig ist. So, jetzt könnten wir noch zwei hinstellen und fertig. Die sollen ja auch nur ein bisschen abwehren. Ja, kriege ich noch Upgrade? Ja, kriege ich noch hin. Nehme ich mit. Drüben sind zwei Schleimer. Das ist ein Champion Pirat. Ja, ich hole auf jeden Fall noch einen Worker. Weil das hier schon zu gut aussieht. Wahrscheinlich hätte es einer getan, aber egal. Ich muss mich auch so ein bisschen an neuen Starts mal ausprobieren. Ich nehme es erstmal so. Zwei Archer. Und hole dann sofort einen Walker, wenn es geht. Beziehungsweise ich hole keinen, weil ich muss ja schauen, dass ich dann eine Blume hinkriege. Doch, 180, ja. 180 am Ende ist gut. Der hat schon Blut reingeschickt.
Da verkacke ich ordentlich. Ja. Ja, der wird das schon noch ganz gut verteidigen. Ich glaube nicht, dass er es komplett verkackt selber, okay. Na gut, aber wir haben den King schon ganz gut aufgewertet. So, hier drüben. Schicken wir einfach mal eine Echse mit rein. So, Zeit für die Blume. Zack. Acht Worker habe ich schon mal. Ich bin richtig gut dabei. Und der hat ihn jetzt aufgewertet. Ja, ich werde mal einen Punkt in die Regeneration stecken. Damit er sich ein bisschen heilt über die nächsten Wellen. Und direkt nochmal ein Unhold rein. Ja, ich bleib erstmal bei einem. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, sieht echt gut aus. Kommt den einen noch? Ah, schade. Na gut. Die Kohle ist da. Hier könnte ich ganz gut eine Blut reinschicken. Da kriegt er gut auf die Fresse. Deswegen mache ich das auch. Ich glaube so. Ja. Wir machen das so. Schicke ihm eine Blut rein. Dark Roll ist auf jeden Fall sehr schön, wenn ich ihn dann aufwerte zu dem Linken. Mit dieser Magie-Aura. Oh, der ist schnell weg. Hat auch einen Katzenskin. So, Katze weg. Aber es sieht nach einem Block aus. Der Ketten hier ist einfach fett. Aber sie greifen auch zwei verschiedene an. Hm. Ja, komm schon, komm schon. Oh. Schade. Zu schade. So. Da warte ich einfach einen auf. Pack noch einen Archer hin. Und gut. King aufwerten. Ja, wenn ihr es klappern hört, das ist die Katze. Die spielt mit ihrem neuen Spielzeug. Ich habe da so einen Ring gekauft, wo in der Mitte so ein Ball ist, den sie hin und her drehen kann. Und das macht sie auch. 140, holy shit. Okay, gucken wir mal, wie viel ich halten kann. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Fünf kleine Dinger und die Robos. Ist okay. Damit kann ich leben. Ich meine, wir könnten. Auf 10 auf jeden Fall was schicken. So, mal gucken. Ich könnte hier einfach noch einen aufwerten. So, fertig. Reicht vollkommen aus. Aber dann halte ich schon wieder, ne? Ich stelle einfach noch einen Archer hin. Da konnte ich mir noch einen Worker leisten.
Ja, das werde ich halten. Er wird auch halten. Ja, die sammeln immer ein bisschen und schicken dann alles auf einmal. Was ja auch für Fiesta richtig ist. Damit ich möglichst viel verkacke. Ich wollte die natürlich sammeln. Voll ganz klar. Stell hier mal so einen Baum hin. Das glaube ich gar nicht schlecht. Ist der schon mal aufgewertet. Drüben werde ich dann diesen Heilbaum machen und mache dann den Albtraum dahinter. Das klingt sehr gut. Okay, 180. Mimik mit reingeschickt. Okay, ich glaube, der will auf 11 gehen. Habe ich zumindest so verstanden. Ja, jetzt muss er sich einig werden. Okay, dann probieren wir halt auf 12, aber das ist relativ lange Saven. Gut, unser King ist sowieso maximiert. Ich habe schon 14 Worker. Ach, Mizi. Willst du gucken, wie ich gewinne? Okay, hat jetzt gleich nochmal nachgeschickt. Sollte ich halten. Sehr schön. Ich könnte auf jeden Fall Worker nachladen. So, ich mache jetzt. Ich werde die Blume auf. Und wir machen die Blume zum Bösewicht. So rum. Da sind wir auf jeden Fall gut dabei. Kann ich 2 Worker holen nächste Runde. Muss ich mir nur überlegen, was ich schicke auf 12. Ein bisschen Magieschaden mit rein wahrscheinlich. Ja. Ein bisschen Magieschaden mit rein ist nicht verkehrt. Ein Tor. Lass mich überlegen. Ich glaube, Voreis ist nicht schlecht. Ja, was ist jetzt? Das habe ich schon geschickt. Das hast du Pech. Kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Das war auch der falsche Ping. Ja, unser König, der muss ganz schön arbeiten. So, wir machen das Ganze so. Kann ich da noch einen hinstellen? Und wir könnten trotzdem noch einen Archer upgraden. Dann kann ich mir noch einen Worker leisten. Und auf jeden Fall ein Blut rein. Er wollte wahrscheinlich 12 wegen seinem Piratentyp. Naja, wir gucken mal. So, auf den Echo send. Gucken wir mal, was wir hier erreichen können.
War nicht so wirklich die beste Wave, aber einfach durch die Masse, dass wir geschickt haben, kommen wir trotzdem durch. Ich muss verteidigen. Nee. Ich bin doch der Fiesta. So, können wir gleich mal locker pushen. Ja, das hat gesessen. Jetzt werde ich den auf. Gibt's einen Baum? Ja. Ja, der tut nicht Not. Der tut nicht Not. Wir könnten... Wir könnten auf 15 gehen, auf jeden Fall. Gucken wir mal, was der Kollege dazu sagt. Also, ich sag, 13 wäre für mich auch nicht schlecht gewesen. Wir haben gut Gold rausgeholt, auf jeden Fall. Ich habe fast 30 Worker. Aber ich glaube, jetzt muss ich mal ein bisschen mitbauen, weil er hat irgendwie Probleme. Also keine Ahnung, was das sein soll. Wäre auf jeden Fall sehr gut. Oder die 14 jetzt. Aber ich glaube, wir sammeln lieber noch ein bisschen. Upgrades. Upgrades mit rein. Ihn auch noch. Ja, gut. Nochmal 16. Wenn wir es bis dahin überstehen. Aber dann sollte Schluss sein. Für mich ist 16 übelst gut. Für ihn so, naja. Ja, weniger. Aber wenn ich schon fett durchkomme mit jetzt 600, ich habe fast doppelt so viel wie er, ja, dann ist das Game durch. So, wir rollen jetzt mal. Denn ich nehme die beiden raus, nehme den Feuerfürsten auf jeden Fall mit. Ich glaube, ich nehme den Elementar mit. Also ein bisschen magischer Schaden ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, weil ich habe jetzt sonst nur die Blume. Für die ist ein bisschen wenig. So, Feuerfürsten mit hin. Und dann zaumen noch Elementare dahinter. Und hoffen, dass wir die Runde überstehen. Ganz so gut sieht es jetzt erstmal nicht aus. Wer weiß, was die jetzt schicken. Aber wenn wir die Runde überstehen, dann ist GG. Dann ist vorbei. Ja, ich schicke dem 1000 oder so. Ja, ist 50-50. Hexen mit rein. Ach du Scheiße. Aber wir hätten 15 geben sollen. Das wird eng. Das wird eng.
Ja, sehr gut. Dann ist das unser Game. Dann ist das einfach unser Game. Die haben gar keine Chance. Das könnte ich ihm noch reinschicken. Hexen habe ich drin. Aufprallschaden kommt genug rein. Keine Ahnung. 180. Komm, wir hauen einfach noch einen Drache rein und noch ein Brute und dann ist gut. Das sollte reichen. Das ist unser Game. Locker. So, Frontline ist schon down. Sehr gut. Und hier drüben wird es problematisch. Er hätte mehr Stich schicken sollen. Ach du Kacke. Oh, der wird so hoch geheilt. Ja, er hätte übelst viel Stich schicken sollen. Der kackt mich ab. Ach du Kacke. Was machen wir nur? Was machen wir nun? Das ist jetzt die große Preisfrage. Könnten höchstens auf 19. Könnten jetzt schicken. Aber es wird nicht reichen, weil der Heal zu fett ist. Klar können wir noch gewinnen. Wir müssen jetzt nur full aufbauen. Volle Power. Ich hole keine Worker mehr. Ich baue jetzt full Einheiten, damit ich hier seins noch abwehren kann. Was da noch rumkommt. Aber er schafft's nicht. Er schafft's einfach nicht. Er ist ganz weit unten. Alter. Okay. Super Sack, es hängt an dir. Du musst den Sieg bringen. Komm, Scheißbaum noch hin. Jetzt wirklich risky. Also der muss einen verdammten Voreis schicken. Im besten Fall drei. Damit er down geht. Ich habe ihn selbst mit meinem Ei nicht down bekommen. Das ist wirklich so ein krasses Healing. Aber jetzt kommt erstmal den Jacent. Wünsche mir Glück, Leute. Dass ich das überstehe. Oh nein. Das sieht gar nicht gut aus. Er ist schon down. Nee. Er hätte Hexen geschickt. Er hätte Hexen geschickt. Okay. Also mit dem Healing habe ich gar nicht gerechnet, aber muss er auch drauf gucken. Es ist ja sein Gegner, dass er dann vor Eis geschickt hätte. Mehrere. Keine Hexen. Na gut. Ja, Abstieg zu Platin 1. Sehr schön. Ach du Scheiße. So viel Healing ist unglaublich.
Das war's erstmal mit einer weiteren Runde Legion. Schaut auch bei den anderen Videos gerne mit vorbei. Bis dahin, ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.